You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Halli, hallöchen und willkommen zurück vom No Place Like Home. Ja, meine Hühner sind wieder auch am Start, was ich hier auch sehe. Das werde ich später noch einsammeln. Und unterdessen, bevor ich Aufnahme gestartet habe, habe ich hier noch eingepflanzt. Hauptsache auch Karotten. Und ja, wenn man so mich so anhört, bin ich ein bisschen erkältet. Aber das hält mich nicht auf, von dieser Aufnahme zu machen. Und was ich noch habe, was ich definitiv noch habe, ist keine Äpfel, aber dafür Karotte kommt später dran. Weiß auch, habe ich es gesehen. Hier, Mayonnaise. Mayo ist auch am Start und Laufschuhe. Stufe 1 werde ich natürlich upgraden. Ich habe genug Mayo im Inventar. Gut. Wie schnell bin ich jetzt? Ja. Aber Ausdauer geht echt schnell runter. Kann das sein? Ja. Mit dem Karotte werde ich natürlich, wenn ich es da finde, größerer Wasserbehälter natürlich machen. Und was gibt's noch? Hier, Saugstärke 1 kann ich noch mit Karotten machen und der Rest kommt leider später. Ja gut. Wie ich mein Tempo erhöhe, ist auch fragwürdig. Drei Duretzis sind ein oder andere auch schneller voran, aber ich nehme hier gemütlich. Es sollte eine ruhige Folge sein, nicht wahr? So. Die Sau ist mal raus aus dem Sack. Jetzt wird's Trüffel angesammelt. Was rede ich hier wieder? Leider habe ich das noch eins und vor allem Futter. Nicht schlagen. Duschen hier. Ja, definitiv Futter und wenn ich hier so sehe, wenn ich darf. Oh, ein Schwein, was? Ja gut, ein Schwein, wo fliegen kann. Wie hole ich jetzt? Wie hole ich jetzt? Wie hole ich jetzt den Schwein wieder runter? Ganz langsam runter. Ernsthaft. Fischhut habe ich. Warte. Aufs Luftballon bekomme ich ein Fischerhut. Fischhut. Setz ihn deine tierische Freude auf. Wow. Das. Da fällt auch noch ein Hut. Da werde ich das da einsetzen. Warum passt das eigentlich so gut? Ja gut. Alle sind so vergeben hier. Ich habe noch einen Hut. Und da werde ich den Hund. Hund kann ich nicht. Schade. Endlich witzig gewesen. So, wer von diesen Hühnern hat kein Hut? Du kriegst einen Froschhut. So. Aber sammeln kann ich später noch. Pflanzenreich wird natürlich automatisch bewässert.
Das habe ich. Weiß auch nicht, welche Folge ich das gemacht habe. Die sind so fertig. Okay. Okay. Das habe ich auch später. Eins. Spaß. So. Und wieder nachfüllen. So. Das wird erstmal ausreichen. Und natürlich Tierfutter. Was denn sonst? Ich habe keine Eier. Hier, was gibt's hier noch? Recycling kann ich upgraden? Einfache Küche kann ich upgraden? Ja voll, ich kann direkt die zwei upgraden. Wow. Also diese Folge wird ein Upgrade-Folge sein. Das weiß ich jetzt schon. So, Ofen auch. Oder habe ich das jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe das gemacht. So. Da muss ich zu ihm, aber keine Ahnung, wo er ist. Ja gut. Fertiggerichte sollte ich noch haben. Und zwei Karotten. Karotten sind am Wachsen. Das sind hier. Ja. Jetzt gehe ich natürlich, wo ich zuletzt aufgehört habe, dorthin. Und bis jetzt denn gleich. So, jetzt sind wir natürlich hier angekommen. Ich habe hier noch Müll einfach liegen gelassen. Das ist blöd. Sehr blöd. Was ist hier oben? Haufenweise Stuff und natürlich. Was ist das? Eine rote Kelchfeder. Ja, okay. Auf diese Seite komme ich nicht dazu. Dann geht wir mal hier oben entlang. Sehr gut, bevor ich ihm muss es drei Stück sein. Ernsthaft. Bevor ich ihm anspreche, erledige mal zuerst. Aua, hat's doch noch mich verwischt. Hier durch. Dankeschön. Ich mache hier kurz Platz. Das öffnen. Was ist drin? Und Peperonata. Okay, das habe ich nicht, aber Tomate habe ich, das weiß ich. Habe gerade frisch eingepflanzt. Was? Jetzt kommt schon wieder so eine. Nein, heute nicht.
auch weg. Jo. Ich bin eingeschlafen und nach Hause gebracht worden. Wie? Ah, ich bin gestorben. Ja, gut. Wenn ich schon mal hier bin, habe ich eine klitzekleine Frage. Wie kann ich das entfernen? Städte entfernen und ich kann hier nichts. Was ist das? Süßer Witz. Okay. Gehe ich wieder mal zurück und wir sehen uns natürlich dort. Und hier seht ihr noch, bevor ich gehe, automatisch bewässert. Hühnchen ist auch nicht mit dabei. Falscher Knopf. Hier. Allgemeine Futter. Unterwegs habe ich noch zwei Hühner aufgesammelt. Bin wieder falsch rumgelaufen. Okay, wir sehen uns jetzt wirklich dort wieder. So, da bin ich wieder zurück. Und jetzt weiter auf der Sack. Dich mache ich gleich später. Zuerst wollte ich hier. So, tschüss. Ach. So. Nein. Wo hast du dich versteckt? Aua. Ey. Und tschüss. Dankeschön, dass du weg bist. Was habe ich hier noch? So, ich würde mal sagen, ich räume hier kurz weg. Wo ich kann. Und nachher, später, wenn ich hier fertig bin mit Wegräumen, dann rede ich mit dieser Hertha. Bis uns später. Ein. So, jetzt sieht es natürlich viel besser aus. Und hier oben haben wir einen schönen Ausblick. Ja. Und ich sehe gerade, ich bin da unten. Unten bin ich noch nicht fertig mit Müll sammeln. Okay. Dann nehme ich dich mit. Dich mit. Dann habe ich noch eine wunderschöne Feder gefunden. Das heißt sie. Feder. Okay. Okay. Ja, ein komischer Baum. Aber ja gut, sieht irgendwie witzig aus. Da habe ich noch einen Koffer gefunden. Gummi und Recycling, okay. Da habe ich noch ein altes Architekt. Glaube ich, was heißt das so? Oder? Teil des Architektenhauses. Okay. So, jetzt reden wir mit. Er hier. Mal schauen, was er so berichtet. Dein Haar hat die Farbe eines Walnussbaums. Wie inspirierend. Sekunde. Walnussholzbohren. Ja, das ist es. Die perfekte Grundlage für mein neues Design. Ach du. Ich glaube, meine Haare sehen. Meine Haare seht ihr ja gar nicht. Hey, wie bitte? Oh, tut mir leid. Ich bin Frank. Oder Frank. Frank. Warte, ich lese das noch einmal. Oh, tut mir leid. Ich bin Frank, ein Architekt. Ich bin Ellen. Kennst du mich?
Kennst du vielleicht einen gewissen Max Noland? Oder hast du ihn mal gesehen? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich jetzt ein bisschen erkältet bin. Oder ein bisschen krank. Okay, ich lese mal weiter. Sonst sind wir hier noch übermorgen noch dran. Ellen, bist du etwa Nolans Enkelin? Ja, er sollte mich und unsere Farm treffen, aber seit meinem Ankunft habe ich nichts von ihm gesehen. Du Arme, so ganz allein in dieser Welt, ja. Ich ganz allein eine Aufnahme nehmen. Das hätte irgendwie komisch angehört. Aber ich lese mal weiter. Hier ist es nicht sicher ohne ihn. Bist du wie Zeit ohne Pflock? Pflock wie ein. Also von dir jetzt gerade. Ganz ruhig. Ich komme schon zurecht. Also kannst du mich helfen, ihn zu finden? Leider nicht. Ellen, aber in den gefrorenen Gipfel gibt es jemand, der etwas wissen könnte. Das Problem sind die Gipfeldämpfe. Sie blockieren den Weg dorthin und haben mich hier festgesetzt. Ach du. Wenn du irgendwie diese Dämpfe entfernst, wäre es ein Segen für die ganze Gegend und du könntest deine Reise fortsetzen. Klar doch, klingt gut. Was lässt sich gegen die Dämpfe ausrichten? Ich versuche eine Lösung für das Problem herauszufinden. Bis dahin steckst du leider hier mit mir fest. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Ich hätte da ein Anliegen. Moment. Muss ich zuerst Frank haben, dass ich mein Zeug, also dass ich einen anderen Raum betreten kann oder andere Zimmer, besser gesagt? Ja, gut. Ich möchte das Haus meines Onkels renovieren. Hattest du nicht gesagt, dass du Architekt bist? Das ist sehr nett von dir. Da kann ich dir sicher helfen. Aber es ist nicht leicht, die hohe Kunst der Architektur zu erlernen. Sie fordert Ich kann nicht lesen. Hilfe, holt mich hier raus. Oder so etwas. Inspiration, Visionen. Wieso habe ich das jetzt mehr? Egal. Vision und ein besonderes Gespür für. Jetzt mach mal halblang. Also gut. Ich werde dich unterweisen, mach dich auf hartes Training und viel Arbeit gefasst. Aber zunächst musst du mir bei dem Reparatur meines Hauses helfen. Die benötigten Teile solltest hier in der Nähe liegen. Und das habe ich natürlich eingesammelt. Für den Quest natürlich, nicht vorher. Wohlgemerkt, die richtigen Teile mit meiner Planung und deiner Tatkraft kann uns alles gelingen. Das stimmt. Los geht's. Nun ist fertig mit Erzählen. Okay. Sobald du diese Teile beisammen hast, begibst du dich ins Dorf. Mein Heim ist kaum zu übersehen. Es ist ein außergewöhnliches Gebäude. Mein Meisterweg, mein Vermächtnis, Das übertrieb er natürlich weiter. Verstanden. Wiederaufbau eines schönen Hauses. Ich kümmere mich drum. Genau. Und so geht's. Wir benötigen 5 Spezialteile und 10 Altholzer. Ja gut.
Ich hab alles. Ja, nee, ist klar. Da oben ist der Knopf auch. Ja, gut. Ich kann nicht. Ja, gut. Gut. Reden. Ellen, du hast es geschafft, die Teile zu besorgen. Na klar, sie sind perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Bauen zu beginnen. Quest, das glaube ich dir gehen. Ich gebe dir alles, was du für die Reparatur brauchst. Sozusagen ein Reparaturset. Die Ruinen meines Hauses ist im Dorf ganz in der Nähe des Fuchsbaus. Moment mal. Hab ich alles. Ich bin gut, baue den Architektshaus wieder auf. Na klar. Gut, gehen wir zurück. So, ich bin fast da. Er hat gesagt, in der Nähe vom Fuchsbau. Guten Tag. Dankeschön. Fuchs. Darf ich? Da. Hallo? Muss ich jetzt ernsthaft? Du. Ich will hier durch. Kann ich nicht. Will er nicht. Also, es muss der natürlich das sein. Wow. Gut, Aufbauhilfe. Dankeschön. Geht zu Frank zurück. Frank, dein Haus steht schon. Und du kannst jetzt wieder hineinziehen. Und ja, gut. Wie geht es dir, Ellen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich habe dein Haus repariert. Siehst du, es ist besser geworden, als ich gedacht habe. Wunderbar, Ellen. Wirklich ganz vortreffliche Arbeit. Jetzt bin ich bereit, einige meiner Geheimnisse mit dir zu teilen, damit du dein eigenes Haus wieder aufbauen kannst. Und ich freue mich darauf. Fangen wir mit deinem Zimmer an. Schließlich beginnt man am besten mit einem Raum, auf dem man sehr viel Wert legt, oder? Genau, sollte auch. Und weiter. Bring mir 5 Teile und etwas Holz, dann kann ich daran arbeiten. Gut. Noch nicht fertig? Okay. Wie sieht sie aus? Auch nicht fertig? Ja, ich glaube, was alles upgrade, was mit Karotte zu tun hat, kann ich auch nächste Folge machen. Und ich habe wieder ein Hühnchen getroffen. So. Und wir haben etwas Laufschuhe, eine Sache abgegradet. Zwar haben wir sie Laufschuhe Stufe 1. Bin zwar schneller, aber Ausdauer ist ein bisschen runtergesetzt. Ja, wir haben Frank kennengelernt. Jo. Franks Haus steht auch. Und ja, ich würde mal sagen, das ist der Franks Architektenhaus. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat, noch ein Like. Wenn ihr das Abenteuer nicht verpassen möchtet, noch ein Abo da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich lege natürlich
weiter durch die Wiese gehen und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschö, bitte.